Wir waren dabei von der Eucharistie als Reise, als der großen Prozession aus dieser Welt in das Eschaton, sozusagen in dieses Reich Gottes zu sprechen. Um dort der Freude und dem Frieden jenes Königreiches zu begegnen. Und wenn man an der Liturgie teilnimmt, war früheren Generationen klar, also wenn man von frühchristlichen Generationen spricht, dass sie dort Zeugen dessen wurden. Sie brachten, so sagt Schmemann, sie brachten weder Programme noch Theorien. Heute haben wir nur noch Programme und Theorien. Sie waren Zeugen. Kamen nicht mit Ideen und Methoden, sondern die waren Zeugen, hatten etwas erlebt. Das ist etwas anderes, als jetzt eine Methode anzuwenden. Sie waren Zeugen. Sie brachten weder Programme noch Theorien und wohin immer sie gingen, spross die Saat des Reiches. Der Glaube wurde entzündet, Leben verwandelt und unmöglich scheinende Dinge wurden möglich gemacht. Sie waren Zeugen und wenn sie gefragt wurden, woher kommt dieses Licht? Wo ist die Quelle dieser Macht? Dann wussten sie die Antwort und kannten den Weg, auf den sie die Menschen führen mussten. In der Kirche unserer Tage finden wir so oft nur die gleiche alte Welt. Ich glaube, das ist mit ein Grund dafür, dass Leute aus den, das nicht so, als wären den Leuten das nur, das gibt es sicher auch. Aber ich glaube, dass ein Großteil der Krise nicht einfach nur säkularisierte Einflüsse sind und dass die Leute das nicht mehr haben können und deshalb auch zu bequem sind, wie wir das oft sagen und oft denken auch in der Kirche. Und dann unsere Methoden und Programme machen, wie wir die Leute wieder kriegen. Wie wir denen entgegenkommen können, wie er das schreibt, dem modernen Menschen auf der Straße. Ja? Aber ist nicht der Grund diese Beobachtung? In der Kirche unserer Tage finden wir so oft nur die gleiche alte Welt. Nicht aber Christus und sein Reich. Wir sehen nicht, dass wir niemals ankommen, weil wir niemals etwas hinter uns lassen. Das ist eine der Grundspannungen des Christseins. Das geht bis dann in den persönlichen Bereich, wenn wir hören, wer sich selbst verleugnet, der wird sich gewinnen. Das ist hier auch so. Wenn wir nicht sozusagen auch diese Welt verlassen, um in die neue Welt zu gehen, werden wir auch diese Welt nicht zurückgewinnen. Und zwar als Welt, wie Gott sie verändern will, wie Gott sie verwandeln will. Und die Eucharistie ist dieses gelobte Land, dieses Stück Erde, das schon verwandelt ist. Es geht nicht nur um die ganz eng gefasste und wie wir das eben auch dann, natürlich schreiben die orthodoxen Theologen dann mehr, das ist der Sündenfall der Scholastik, ja? Das kann man aus dieser Sicht ja dann auch nachvollziehen, dann genau nach dem Konsekrationszeitpunkt, nachdem wir fragen wir ja schon im 4. Jahrhundert bei Augustinus nach, aber das zu verengen, auf dieses Verständnis. Es ist mehr, es ist die Verwandlung der ganzen Welt. Es ist die Reise, die Prozession in das Reich Gottes, die aber zum Erlebten wird und deshalb kann man dafür Zeuge sein. Das heißt, ohne Licht, ohne Freude geht das gar nicht. Und das hat ja konkrete Auswirkungen auch bis dahin, wenn wir über die Feiergestalt sprechen. Deshalb, ich muss das manchmal, und wir haben ja Gott sei Dank einen guten Kirchenmusiker, aber auch dem muss man manchmal sagen, wie vielen anderen auch unten in der Musikhochschule, die sollen kein Unterhaltungsprogramm abliefern. Die große Kunst ist, toller Organist kann man schnell jemand sein, aber das, was ich liturgisches Orgelspiel nenne, also dass sich das verbindet mit dem Anliegen, das die Messe überhaupt hat, Eindruck kann man mit viel Wind, kann man schnell mit dem Ding machen, ja? Drei Register mehr und dann klingt das schon direkt nach was. Aber ob uns das hinführt zur Erfahrung des Reiches Gottes, ob das diese Prozession, diese große Bewegung unterstützt, diese Reise in das Reich Gottes, das ist eine ganze, steht auf einem vollkommen anderen Blatt. Und danach müssten wir im Grunde genommen, nach dieser Erkenntnis müssten wir alle unsere Riten befragen und nicht nur unsere Riten, sondern auch unsere Räume. Also wir ein bisschen Lokalkolorit, weil die meisten ja doch hier unsere Kirche kennen und sie mögen und auch mit ihr vertraut sind. Unsere Kirche war, als sie vor 100 Jahren geweiht wurde,
komplett byzantinisch ausgemalt. Die sah aus, wie könnte hätte eine Kirche in Thessaloniki sein können. Ja? Alles komplett mit byzantinischem Malen, zumindest was den Altarraum angeht. Da hinten, nach hinten hin verließen sie ihn. Ja, da hat wahrscheinlich die Hütte kein Geld mehr gegeben. Ja, aber sie hat immerhin 50.000 Goldmark gegeben für diese Kirche und das Grundstück. Ist ja auch nicht ohne. Ja. Aber zumindest die Pfeiler und die Säulen waren alle gestaltet und die Bänder da drumherum und das Gewölbe oben. Aber vorne der Altarraum war, wir haben die Tage noch die Bilder angeschaut, ja, müssen wir nochmal bessere irgendwie auftreiben, war komplett ausgemalt. So, dann kam die Beschädigung durch den Krieg und dann war der erste Schritt in der Wiederherstellung alles weg. Schon zu 1950. Bei der Altarweihe war die Kirche grau-weiß gestrichen. Und im nächsten Schritt hat dann der künftige Generalvikar Dr. Paulus noch sämtliche Altäre raus. Blieb nur dieser Steinaltar, an dem wir jetzt zelebrieren, übrig. Von dem alten Hochaltar ist nur der Mose am Felsen von Meriba und der Augustinus übrig. Da war der Holzwurm drin. Sagt die Pfarrkrone, ich wollte mal gerne wissen, wie viel die in ihrer Küche gezüchtet haben und denen da, wie viele Kolonien von Holzwürmern die da dran gesetzt haben, damit der auch da reingeht. Ja, das waren so die. Kenne ich von den Schilderungen vieler Pfarrer, die sehr erfinderisch waren, wie sie das alte Zeug los wurden. Ja? Also wo in einer Gemeinde, war in einer Gemeinde Diakon, wo der alte Pfarrer mir erzählt hat, dann haben sie sich geeinigt darauf, die alten Figuren kommen alle raus und die werden begraben. Also man wollte sie nicht auf den Müll werfen, ja? Werden begraben. Und dann hat er ihnen aber selber den Tipp gegeben, nee, begraben ist zu wenig. Am Schluss holt die dann auch wieder einer raus, schlacht sie kaputt und dann tut sie in die Erde. Also, wie heißt es im Psalm? Sie zerschlugen all das Schnitzwerk mit Beil und Hammer. Allerdings müssen wir noch den ersten Vers dieses Psalmes zitieren. Herr, die Heiden sind eingedrungen in dein Erbe. Ja? Das heißt nämlich der erste Psalm. Ja? So. Heute laufen Sie, gehen Sie mal auf eBay, laufen Sie, das ist das zweite Patrozinium unserer Kirche, ja, Herz Jesu und das zweite ist St. eBay, ja, weil wir sozusagen fast die gesamte Sakristei und Inneneinrichtung von daher haben. Ja. Aber was da heute, ja, es gibt Firmen, in Holland gibt es eine ganz berühmte, ja, wo wir unseren Osterleuchter her haben, der kauft seit Jahrzehnten nur Sachen auf, die de facto an der Straße stehen. In Holland, in Belgien und sonst irgendwo. Da wird das verschifft, eingepackt nach Australien gefahren. Die freuen sich über jeden neugotischen Altar. Inzwischen in den USA auch gefragt. Und jetzt kommt es bei uns auch wieder. Das heißt, das, was wir vorher zum Sperrmüll gestellt haben, kaufen wir jetzt für teuer Geld auf. Tolle Logik. Ja? Super. Hätten sich die es hingestellt haben, auch nicht träumen lassen, dass neue Generationen das wieder haben wollen. Aber so kann es manchmal gehen. Was bedeutet das, diese Einheit der Kirche, was wir eben in Lumen Gentium hier hatten, wovon er spricht, ja? Dieses Überschreiten in eine neue Zeit, in einen anderen Raum, im Grunde genommen in unsere Zukunft. Das hat der Kirchenraum dargestellt. Aber dann hat man nicht nur hier, auch woanders, sämtliche heiligen Figuren rausgeschmissen. In der Ostkirche ist parallel die Ikonostase, das ist kein Dekor, es ist auch nicht wie unser Lettner die Trennwand, sondern es ist die Anwesenheit der Heiligen, die sinnenfällig gemacht wird, die Gegenwart der Heiligen, die wir ja auch, im ersten Hochgebet ist das besonders deutlich, auch wenn ich heute Morgen dann die verkürzte Form genommen habe, weil die Stadtrömischen habe ich dann weggelassen, das kann man, darf man tun, ja, das ist eine rote Klammer im Messbuch, also wo das bei Linus und Cletus anfängt und bei Xystus, aber wo auch nochmal verbal deutlich wird, das, was wir früher in jedem Kirchenraum hatten, dass in jedem Pfeiler im Grunde genommen ein Heiliger, eine Heiligenfigur zu sehen war. Das hatte nichts mit Dekoration zu tun. Wenn man heute jetzt nachgemachte Heiligenfiguren ansieht oder durch Rom geht und manchen Pater Pio sieht oder sowas, ja. Ja, in Gottes Namen. Ich muss ja nicht in jeder Kirche einen Pater Pio hängen. Ja. Seitdem hat eine Beziehung dazu. Aber grundsätzlich waren diese, das war nicht Schmuck, genau wie die Ikonen kein Schmuck sind in der Ostkirche, sondern die Gegenwart darstellen. Also das sind Realsymbole. Die Heiligen sind da, so werden sie auch verehrt. Deshalb verehrt man die Bilder auch
wie eine Realität, als wäre der Heilige persönlich anwesend. Bei uns ist das vielleicht vergleichbar früher mit einem sehr dinglichen, realen Verständnis der Reliquien. Also eine Kirche hat ein Reliquiar gehabt, sagen wir vom heiligen Ulrich, irgendeinen Knochen. So, jetzt regnet es wochenlang. Und man bittet den heiligen Ulrich, er soll für besseres Wetter sorgen, macht er nicht. Also kommt das Reliquiar raus in den Regen. So, soll er mal sehen, wie das ist, wenn man im Regen steht. So, ja, gibt es mittelalterliche Quellen für die, das sagen. So, und die lassen den im Regen stehen, stehen in der Kirche und sagen, so, jetzt siehst du mal, wie das ist, wenn man nass wird. Ja. Kannst du mal sehen. So. Kommt der Ulrich halt eben in den Regen. Kann man sicher in den Quellen noch nachlesen, ob das viel geholfen hat, ja, oder... Aber ein sehr realistisches Verständnis, das heißt nicht, wir stellen einen Knochen vom heiligen Ulrich in den Regen, sondern wir stellen den heiligen Ulrich in den Regen. Und ich denke, in der östlichen Christenheit ist das Verständnis der Bilder so. Bei uns ist das nur deshalb nicht so verbreitet, ja, auch das ist ja inzwischen allbekannt, nur weil Karl der Große auf der Frankfurter Synode, es ist ja mal, ich weiß nicht, in Frankfurt, das hat eine unsägliche Bedeutung, ja. Weil das hat ein Konzil, ein allgemeines Konzil hat die Verehrung der Ikonen beschlossen, aber Karl der Große hat die Adaption, die Anwendung dieses Konzilsbeschlusses für Deutschland, also für sein Reich, verhindert. Er hat die Bischöfe gezwungen, sich dagegen zu stemmen, wahrscheinlich weil er Angst hatte, dass diese Germanen hier damit nicht umgehen können, ja. Also dieses Bilder, ja, das ist leider so, ja. Also man darf natürlich hier, die Hottentotten saßen ja auf dem Baum hier, obwohl die Römer hier schon zweimal drüber gegangen waren, aber ist nicht so viel hängen geblieben. Da hatten natürlich die Griechen mit ihrem ganzen Platonismus und Neoplatonismus, die waren da schon durch andere Bildungsgänge geschult und aufmerksam geworden. Die wussten, das konnten natürlich schon mit dem Bild und was das bedeutet, ja, irgendwie besser umgehen. Da hatten wir noch kein Instrumentarium für. Und Karl der Große hat gesagt, nee, dann machen die hier so einen Bilderkult. Ja, und dann sind das deren, dann holen die sozusagen den Tor und den, wie die alle heißen, holen die um die Ecke wieder rein, das will er nicht. Also er hatte schon seine Gründe dafür, aber aufgrund dieses Beschlusses ist es bei uns in der lateinischen Kirche, so machtvoll war damals Karl der Große, nicht zu dieser Form von Bilderverehrung gekommen, wie das die östliche Christenheit hat. Also und dann ist das hier in dieser Kirche, so, da flogen die letzten Heiligen auch noch raus, mal anstelle des Hochaltars, kam da so ein quasi Zelt hin mit einem Tabernakel aus. Und sie wurde immer grauer, die Kirche. Bis dann bei der letzten Renovierung 84, 85, der letzte Pfarrer dieser Gemeinde hier, bevor wir dann kamen, nochmal zumindest für eine Ausmalung gesorgt hat, die doch jetzt irgendwie freundlicher ist, aber nicht die ursprüngliche ist. Wobei in den östlichen Kirchen klar ist, also zum Beispiel die Kuppel. Die Kuppel ist immer der Ort, wo nicht der Altar steht, sondern wo sich das Volk versammelt. Ja. Auch in der Kirchenversammlung, klar, wir haben jetzt natürlich, das ist ja ein Erbe der Reformation, dass wir auch einen Gottesdienst nur noch als Sitzung halten. Ja. Auch das ist ja viel verbreitet, ja, dass man die ganze Zeit sitzt. Dass der reformierte Gottesdienst der Protestanten verlangt das natürlich, weil das war ein Predigtgottesdienst. Man kann es nicht oft genug erzählen, Johann Sebastian Bach verbringt sonntags morgens 4 Stunden in seiner Kirche, in einem Predigtgottesdienst. Und hat ja mit dem, was die Bach-Kantaten sind, versucht, diesen lutherischen Gottesdienst dem irgendwie etwas abzugewinnen. Und er versucht manche böse Zungen haben zur Bach-Zeit gesagt, er macht eine Opera Buffa daraus, ja. Also auch mit seinen Passionen und sowas, mit den Kantaten, dem einen auch einen künstlerischen Stellenwert zu geben. Ansonsten war das nur stundenlange Katechese, Predigt, nichts anderes. Das ist das Selbstverständnis des reformierten Gottesdienstes, weshalb auch der protestantische Prediger, der Prädikant, der Pfarrer, den Gelehrtenkittel trägt und keine liturgische Kleidung. Das, was die heute anziehen, das schwarze Ding mit dem weißen Beffin, ist ja keine liturgische Kleidung, sondern es ist die Kleidung des Gelehrten aus der damaligen Zeit, aus der Reformationszeit. Weil das Gottesdienstverständnis anders ist, komplett anders ist. Ja, das ist eine Form von Belehrung, eine Didaktik, ja, Katechese, Predigt. Unsere Tradition, so sehr wir uns manchmal auch im Selbstbewusstsein oder in der Reflexion darüber entfernt haben,
hat sich davon nie beeinflussen lassen, aber das Ergebnis der letzten Reform ist aber genau das, dass wir da gelandet sind. Alles im Gottesdienst ist inzwischen Didaktik. Alles muss erklärt werden. Ja, und leider Gottes eröffnen die Rubriken sogar die Möglichkeit, es zu erklären. Wenn sie von allen Rubriken der Erklärung Gebrauch machten, ich glaube, da ging hier auch keiner mehr in die Kirche. Also selbst wenn man das einigermaßen sinnvoll macht, man kann es nicht sinnvoll machen, am Anfang der Messe, vor den Schriftlesungen, vor dem Vater Unser und dann am Ende nochmal. Offiziell die Möglichkeit wäre gegeben. Aber es ist ja nichts Schrecklicher als sozusagen, statt diese kurze Einleitung ins Vater Unser, wie sie im Messbuch steht, das heißt ja dann im deutschen Messbuch oder mit anderen Worten, ja, so, das ist natürlich schon immer, ja, zu sagen, wir wollen jetzt noch einmal wieder das, die Worte sprechen, die damals Jesus, die kriegen ja einen Zwilling darüber, ja. Allein schon in der Wortwahl, wir wollen noch einmal wieder, ja, diese häufig ist gar kein Deutsch, das da gesprochen wird. Ja. Ich empfehle das neue Buch von Erik Flügge, ist jetzt schon in der zweiten Auflage erschienen, Die Kirche verreckt an ihrer Sprache. Ja. Der Jargon, ja, schreibt ein ganz junger Kerl, ist glaube ich noch keine 30, arbeitet in einer Firma für Politikberatung, ja, selber katholisch aufgewachsen in Backnang, da irgendwo im Südwesten der Republik, ja, und schreibt ein solches Buch, und sagt, an diesem Jargon der Betroffenheit, ja, geht alles kaputt. So redet überhaupt gar kein Mensch. Und das müssen wir reflektieren. Das geht bis in die Predigten hinein. Ja. Also auch das ist eine meiner Grundthesen für den Gottesdienst, der ja zum Kollaps führt. Wenn wir das, was den Gottesdienst im Grunde genommen fließt, was die Prozession am Gehen hält, wenn wir das permanent mit Erklärungen verstopfen, dann hemmen wir den Fluss eines Gottesdienstes, das führt zum Gottesdienstkollaps. Ja? Indem wir immer noch irgendwie meinen, wir müssten etwas erklären, was aus sich selber sprechen muss. Brot und Wein spricht aus sich selber, muss ich nicht erklären. Wasser spricht aus sich selber, Öl spricht aus sich selber, ich muss das nicht erklären. Ja, wie das Öl jetzt gewonnen wird oder dass das Wasser irgendwie, wo das fließt oder dass das als Regen vom Himmel kommt, so, das sind eigentlich Primärerfahrungen, die Liturgie aufgreift. Das sind keine künstlichen Setzungen. Das ist natürlich auch das Ernstnehmen der Welt. Aber einer Welt, die zwar durchaus als gefallen betrachtet werden muss, wir haben das eben nochmal in einer theologischen Ausführung gehört, aber die wieder im sakramentellen Vollzug hingeordnet wird, das meint eigentlich Segen. Also das, was Gott mit seiner Schöpfungsabsicht in das Element gelegt hat. Der Segen legt diese ursprüngliche Schöpfungsabsicht wieder frei und öffnet es neu für die Wirklichkeit Gottes. Also es wird herausgehoben aus einer gefallenen Natur in seine ursprüngliche Natur. Das ist eigentlich der Sinn des Segens. Wenn wir die andere Dinge der Natur segnen. Das ist eine Öffnung, das ist nicht irgendwie was Magisches, sondern aber die Dinge werden eingeordnet und hingeordnet auf das, was wir von den Absichten Gottes und von seiner Schöpfungsintention wissen, was in Übereinstimmung ist. Und es gibt auch Dinge, die nicht in Übereinstimmung sind, denen können wir keinen Segen geben. Das ist ganz einfach. Das muss man nur anwenden. Wenn ich natürlich aber dann der Überzeugung bin, und das gibt es leider auch inzwischen in den christlichen Denominationen sozusagen, dass wir aus der Offenbarung überhaupt nichts Verbindliches erfahren über die Absichten Gottes, ja, dann bin ich natürlich aufgeschmissen. Dann kann ich aber im Letzten überhaupt keinen Segen mehr über der Welt sprechen. Dann muss ich die Welt so, wie sie ist, sanktionieren. Und das ist ein Desaster. Wer will diese Welt so, wie sie ist, sanktionieren? Wer will die sozusagen heilig sprechen? Zu sagen, komm, das ganze Gedöns hier, diese ganzen Bemühungen, es ist so, es ist, wie es ist. Ist so in Ordnung. Aha. Wer sagt, dass jetzt dieser Politikerin in Großbritannien, dass es in Ordnung ist, der kann es jetzt gerade nicht mehr sagen. Schade. Ist unterschwund irgendwie. Und da machen wir eine Statistik und es fällt dann unter die Prozentzahlen, die dann nicht mehr zählen oder wie. Das wird nicht funktionieren, das ist nicht befriedigend, eine solche Aussage. Ja, das ist nicht akzeptabel.
angesichts des Lebens ist es nicht akzeptabel. Wenn wir noch mal kurz bei dem Raum bleiben, da muss ich schon ehrlich gestehen, dass die Orthodoxie die beste Lösung hat in der Raumfrage. Über die Position des Zelebranten, also über die Gebetsrichtung müssen wir jetzt wirklich nicht mehr lange reden, die ist klar nach Osten. Alles, was nicht nach Osten geht, ist Kappes. Es gibt für mich keine Diskussion mehr, bin ich nicht bereit, darüber zu diskutieren. Sie können mich höchstens für verrückt halten, dass ich es leider immer noch anders praktiziere. Klammer muss. Mal sehen, wie lange ich diesen inneren Widerspruch bei jeder Zelebration, die wir haben,